100 Jahre sind seit dem Untergang der Titanic vergangen. Dem Schiffsunglück, das uns bis heute beschäftigt. Wir fahren jetzt diese Kompasslinie entlang. Interessanterweise kommen wir ganz in die Nähe der Stelle, an der die Titanic untergegangen ist. Das war am 14. April 1912, nach ihrer Kollision mit dem Eisberg. Jedes Mal, wenn die Queen Mary den Atlantik überquert und den legendären Unglücksort passiert, erweist die Besatzung den Toten die letzte Ehre. Fast so, als wollte sie das Schicksal beschwören. Meter unter dem Meeresspiegel ist der Rumpf des stählernen Riesen der einzig greifbare Beweis für einen Schiffbruch, der sich tief in unser Gedächtnis eingeprägt hat. Doch das Wrack der Titanic droht zu verschwinden, zerstört von den Meeresströmungen, verschlungen vom Ozean. Ehe es zu spät ist, wollen wir die fehlenden Teile dieses gewaltigen Tiefseepuzzles zusammentragen, verstehen, wie und warum ein Schiff, das als unsinkbar galt, binnen kürzester Zeit ohne Chance auf Rettung untergehen konnte. Paul-Henri Nojolet gehört zu den wenigen Privilegierten, die sich den Überresten der Titanic nähern dürfen. Nojolet, ehemaliger Tiefseetaucher und Offizier der französischen Marine, später Mitglied des französischen Meeresforschungsinstituts IFREMER, ist Expeditionsleiter der RMS Titanic, der Gesellschaft, die sämtliche Rechte an dem Wrack hält. Bei nahezu 30 Tauchgängen zum Unglücksort hat Nojolet über 600 Stunden im Bauch eines U-Boots zugebracht. Anders gesagt, dieser Schiffbruch ist die große Story seines Lebens. Rund 20 Jahre hat der Spezialist für Tiefseeeinsätze eng mit den herausragenden Titanic-Experten zusammengearbeitet. Schiffsarchitekten, Informatikern, Ingenieuren, Biologen. Unter Einbeziehung der Forschungsergebnisse des Expertenkomitees sowie neuester 3D-Modellisierungsprogramme rekonstruiert Paul-Henri Nojolet jetzt das ultimative Szenario des Titanic-Untergangs. Dabei profitiert er auch von den kostbaren Ratschlägen seines Freundes Charlie Haas. Ein halbes Dutzend Werke über die Titanic haben die Historiker Charlie Haas und Jack Eaton bereits geschrieben. Gerade geben die beiden ihrem jüngsten Buch, Legende und Wahrheit, den letzten Schliff. Für mich klingt die Geschichte der Titanic wie eine Filmvorlage. Als hätte sich jemand eine völlig undenkbare Geschichte ausgedacht. Es gibt ein Schiff, das unsinkbar ist, an Bord die Reichen und Schönen der damaligen Zeit. Heutzutage wären das Firmenchefs, Filmstars und Prominente. Dann gibt es einen Rums. Und plötzlich passiert allerhand. Man braucht die Wahrheit nicht schön zu färben und zu sehen, dass sich hier ein gewaltiges Drama abspielt. Obwohl seitdem 100 Jahre vergangen sind, finden wir es immer noch unglaublich, dass die Geschichte der Titanic so zu Ende ging. Zehnter April 1912. Ein 269 Meter langer schwarzer Gigant sticht in See. Von Southampton in England geht es mit voller Kraft voraus Richtung Amerika. Und zunächst verläuft die Jungfernfahrt des größten und luxuriösesten Überseedampfers seiner Zeit ohne nennenswerte Zwischenfälle. Doch dann, am Ende des vierten Tages, geschieht das Unvorstellbare. Um 23.40 Uhr kollidiert die Titanic mit einem Eisberg. Gut 2,5 Stunden später versinkt der Luxusliner im eisigen Atlantik. Kaum sind die letzten Rettungsboote im Wasser, bricht auf dem Schiff Panik aus. Hunderte Passagiere ihrem Schicksal überlassen. Springen von Bord. Die schreckliche Bilanz der Katastrophe:
Von den 2200 Passagieren und Besatzungsmitgliedern überleben nur 700. 700 Überlebende, allesamt Zeugen eines Szenarios, das wie ein Albtraum anmutet. Wenige Tage nach der Tragödie schildern 82 Gerettete ihre Version des Geschehens. Unter ihnen Offiziere, Passagiere, Matrosen und Köche. Zum Auftakt seiner Reise in die Vergangenheit begibt sich Paul-Henri Lajolais in die New Yorker Stadtbibliothek. Hier lagern zahlreiche Dokumente über den Schiffbruch, insbesondere der Abschlussbericht der amerikanischen Untersuchungskommission aus dem Jahr 1912. Darin wurde Minute für Minute die tragische Abfolge der Ereignisse aufgezeichnet. Eines der ersten Kapitel beschreibt detailliert die Route des Schiffes und seine Geschwindigkeit. Außerdem befasst es sich mit dem Packeis und den Eisbergen in diesem Teil des Atlantiks. Lajolais möchte mehr erfahren über das Phänomen der treibenden Eisschollen und die Gefahr, die sie für die Schifffahrt darstellen. Zu diesem Zweck reist der Forscher nach Neufundland vor Kanada. Neufundland ist nicht nur Ausgangspunkt aller großen Titanic-Expeditionen. An der Insel treiben auch hunderte Eisberge aus der Arktis vorbei. Im Sog der Winde und Meeresströmungen bewegen sich die Kolosse nach dem Winter den Süden. Auf den Klippen über einem kleinen Hafen direkt an der Eisbergroute trifft Lajolais den Geologen und Titanic-Kenner Alan Ruffman. Der Eisberg trieb zunächst 2 oder 3 Jahre von Grönland aus auf dem Wasser. Vermutlich hat er sich mehrmals gedreht, seine Position verändert, ist zerbrochen und kleiner geworden. Der Eisberg, der die Titanic zum Sinken gebracht hat, ragte wahrscheinlich nur etwa 10 Meter aus dem Wasser und rund 80 Meter in die Tiefe. Aber sein Gewicht war immens. Er muss um die 500.000 Tonnen gewogen haben, was mehr als dem 5- oder 10-fachen Gewicht der Titanic entspricht. Im Untersuchungsbericht aus dem Jahr 1912 gibt John Knapp, ein Hydrograph der US-Marine, zu Protokoll, dass an jenem Abend des 14. April eine ganze Reihe von Dampfern südlich von Neufundland kreuzen. Um 22.55 Uhr, also eine knappe Stunde vor der Kollision, stoppt die Kalifornien mitten im Packeis und alarmiert sämtliche in der Gegend verkehrenden Schiffe. Auf der Titanic schenkt Kapitän Smith den Eiswarnungen keine weitere Beachtung. Er hat eine Route weiter südlich gewählt und meint, die Eisberge dadurch weiträumig zu umfahren. Was er nicht ahnt, er läuft mit 21 Knoten geradewegs auf ein immenses Eisfeld zu. Alan Ruffman und Paul-Henri Lajolais wollen sich die Eisberge aus der Nähe anschauen. Warum, so ihre Frage, können diese schwimmenden Ungetüme im Fall einer Kollision so verheerende Schäden an einem Schiff verursachen? Bei seinen Nachforschungen in der Bibliothek von New York ist Lajolais ein Foto jenes Eisbergs in die Hände gefallen, der anscheinend die Hauptverantwortung an der Katastrophe trägt. Diese Aufnahme wurde angeblich wenige Stunden nach dem Unglück von einem Passagier eines anderen Schiffes gemacht. Es gibt viele Fotos von dem Eisberg, der die Titanic zum Sinken gebracht hat. Er sah diesem hier sehr ähnlich und hatte ungefähr dieselbe Größe. Man kann bei diesem Eisberg eine alte Wasserlinie erkennen, die sich quer über den Eisberg zieht. Er ist zerbrochen und gekippt. Wir können sehen, dass die Seite, die zu uns zeigt, einst unter Wasser war. Stellen Sie sich vor, dieser blaue Koloss dort würde auf unser Boot zukommen. Die Titanic schwenkte nach Backbord und rammte ihn mit der Seite. Für die meisten an der Katastrophe Beteiligten sind die Folgen des Aufpralls kaum zu erkennen. Einzig die Mechaniker und Heizer, die sich in den Kohlebunkern und im Maschinenraum unter der Wasserlinie aufhalten, stellen erste Schäden fest.
Wir sehen uns mal an, wie stark das Eis ist. Ganz schön kompakt, nicht wahr? Solch ein Stück Eis kann die Seite Ihres Bootes wie eine Konservendose aufschlitzen. Haben Sie jemals gesehen, welchen Schaden Eis an Holzbooten anrichten kann? Nicht nur an Holzbooten, auch an Glasfaserbooten. Es schlitzt sie regelrecht auf. Man kann sich vorstellen, wie das Eis an der Längsseite des Schiffes entlangschliff und Risse entstanden, durch die das Wasser eindrang. Du meine Güte, ich krieg eiskalte Hände. Halten Sie das bitte mal. Ich lege es in die Kühlbox. Als sich die Titanic dem Eisberg näherte, war das Wasser sehr ruhig, ungewöhnlich ruhig sogar. Man hörte keine Wellen an den Eisberg schlagen. Aber die Sichtverhältnisse waren schlecht. Man sah den Eisberg erst, als er direkt vor dem Schiff auftauchte. Der Offizier hatte vermutlich nur einen halben Kilometer Zeit, um eine Entscheidung zu treffen. Nach links, nach rechts oder geradeaus? Die Steuerung brauchte eine Weile, um zu reagieren. Das Schiff drehte sich, aber weil es so groß war, bewegte es sich sehr langsam und kam nicht am Eisberg vorbei. Deshalb hatte die Titanic nicht die geringste Chance. Sie prallte gegen den Eisberg wie gegen eine Mauer aus Stein. Hätte die Titanic dieser Eiswand ausweichen können? Um eine Antwort auf diese alles entscheidende Frage zu finden, reist Najolet ein Stück weiter südlich nach St. John's. In dieser Stadt auf Neufundland steht der größte Schifffahrtssimulator der Welt und damit eine einmalige Gelegenheit zur Rekonstruktion des fatalen Manövers. Einmal mehr schlagen die beiden Männer im Bericht von 1912 die Angaben nach, wie sie von den wachhabenden Offizieren der Titanic zu Protokoll gegeben wurden. Wir versuchen jetzt, mit derselben Geschwindigkeit wie die Titanic zu fahren, mit ca. 20 Knoten. Mal sehen, wie lange das Schiff braucht, um abzudrehen und den Eisberg zu umfahren. Wie wir bereits wissen, hatte sich die Titanic schon ein Stück nach links gedreht, aber der Eisberg war bereits zu nah. Captain Chris Hearn bildet die Bordkommandanten für die Erdölplattformen vor der Küste Kanadas aus. Er bringt ihnen bei, wie sie am Ruder reagieren müssen, wenn sich am Horizont Eisberge abzeichnen. Najolet bittet die Männer nachzustellen, was sich vor der Kollision ereignet hat. Die Maschine wird mit den Daten der Titanic gefüttert. Es ist eine dunkle, mondlose Nacht, die See ist ruhig und die Geschwindigkeit des Schiffes beträgt 21,5 Knoten. Bis plötzlich 400 Meter vor dem Bug ein schwimmender Gigant auftaucht. Captain Hearn wiederholt exakt die Handlungen von William Murdoch, dem diensthabenden ersten Offizier der Titanic. Der entscheidet, das Hindernis Backbord, also linke Hand, zu umfahren. Die Maschinen werden zuerst gedrosselt und dann gestoppt. Das virtuelle Schiff prallt mit voller Wucht auf den Eisberg. Nach den gegebenen Navigationsparametern war ein Ausweichen unmöglich. Wir sind gegen die Eiskante gestoßen. Aha, sinken wir jetzt? Sinken wir? Noch nicht. Dadurch, dass er Fahrt weggenommen und gleichzeitig versucht hat, nach links auszuweichen, konnte Murdoch das Schiff nur langsam drehen. Laut Chris Hearn hat der Offizier dabei eine goldene Regel der Seefahrt missachtet.